So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt, dem Politikmagazin der Thüringer Lokal-TV-Sender. Aus dem Thüringer Landtag berichten wir von der Aprilsitzung, der vorletzten Sitzung des Thüringer Landtags in der aktuellen Legislaturperiode. Wir haben ja ein Wahljahr. Neben mir steht Thomas Kemmerich, Chef der Gruppe der FDP im Thüringer Landtag. Ja, es wurden verschiedenste Themen bearbeitet, relativ viel auch geschafft, in Anführungszeichen. Was war aus Sicht der Gruppe der FDP, aus Sicht der FDP-Opposition das Wesentliche? Ja, gestern haben wir über den Thüringen-Monitor gesprochen und der hat wenig Überraschendes geboten, aber eins war natürlich die Meldung, 30% der Thüringer sind nur noch zufrieden mit der aktuellen Regierung, mit der Minderheitsregierung um Bodo Ramelow. Und das ist ein Befund, den wir sehr ernst nehmen wollen. Ich meine, wir stehen im Wahlkampf, insofern werden wir vor die Bürger treten und natürlich mit der Bilanz dieser Regierung sprechen. Und man merkt, dass der Elan dieser Regierung auch völlig alarmt ist. Ich sehe keine großartigen Zuckungen, das noch zu verbessern. Und wie ist die Bilanz? Erstens Bildung. Jede 10. Stunde fällt aus. Jeder 10. Schüler verlässt die Schule ohne Bildungsabschluss. Das ist eine Versündigung an der nächsten Generation. Antwort darauf ist wenig. Jedenfalls nicht das, was wir einfordern, eine absolute Unterrichtsgarantie. Und die wird nicht darin zu erschöpfen sein, dass man einfach sagt, wir stellen mehr Lehrer ein. Das will jedes Bundesland. Ich glaube, bundesweit sind 18.000 Lehrerstellen offen, Tendenz steigend, weil auch da schlägt die Demografie zu. Auch die Lehrer sind gespeist durch die Babyboomer. Und deshalb schlagen wir vor, und bei der Änderung des Bildungs-, des Schulgesetzes ist das zu kurz gekommen, schlagen wir vor, mehr auf hybride Formen zu setzen, wie wir es in der Corona-Krise haben machen müssen in der Pandemie. Aber nur so halb gewalkt, sage ich mal ganz vorsichtig, ist es ganz wichtig, dass wir Wissen vermitteln. Und ein gut gemachter Videofilm bei YouTube oder Ähnlichem ist besser als Schulausfall oder zum 25. Mal Harry Potter zu gucken. Schule, Bildung muss stattfinden. Die Pädagogen müssen sich auf das konzentrieren, was ihre wirkliche Aufgabe ist. Deshalb alle Pädagogen auch an die Schüler und eine Konzentration auf Wissensvermittlung plus, naja, die Erziehung der Kinder in der schulischen Leistung. Wir haben noch eine andere Studie gesehen diese Woche, Trendforschung bei den Jugendlichen. Die machen sich sehr, sehr große Sorgen um ihre Zukunft. Und das liegt auch daran, dass sie den Eindruck haben, nicht mehr ausreichend gut auf das Leben vorbereitet starten zu können. Neben dem, dass sie große Angst haben vor Inflation, also ihre eigene Lebenssituation mal gestalten zu können. Und sie haben auch große Angst vor der kriegerischen Auseinandersetzung, die auf dem europäischen Kontinent tobt. Zweites Thema ist Wirtschaft. Wirtschaft hat große Sorgen im Punkto Fachkräfte. Was ist das Nadelöhr? Plus Bürokratie, komme ich gleich noch hinzu. Aber Fachkräfte ist eben ganz wichtig, dass auch die öffentliche Hand ihren Durst nicht weiter stillt im Markt, durch neue Fachkräfte abzuwerben, anzuwerben, die dem Mittelstand fehlen, sondern einfach endlich ihre Hausaufgaben im Punkto Digitalisierung macht. Und da haben wir ja eine Woche vorher gehabt, Bitkom-Studio, Thüringen ist Bummelletzter. Das kann man jetzt schönreden, nein, kann man nicht schönreden. Sie sind einfach in dem Ranking, was Bitkom aufstellt, letzter geworden. Insofern ist die Notwendigkeit zu digitalisieren einmal aus der Fachkräftesituation wichtig, modernes Thüringen wichtig, aber auch punkto Entbürokratisieren. Das ist die nächste Last des Mittelstandes, der Unternehmer, aber auch der Bürger, dass der Staat an oftmals nicht funktioniert. Aktuelles Beispiel, ich musste eine Wahlbescheinigung mir besorgen, um klarzumachen, dass ich als Spitzenkandidat für die Freien Demokraten im Thüringer Landtagswahlkampf antreten darf. Was mache ich? Ich renne zu einer Behörde, lasse mir bescheinigen, dass ich Thomas Kemmerich bin, seit knapp 60 Jahren auf dieser Welt bin, und meinen Wohnsitz dort habe, um dieses Formular in analoger Form dem Wahlleiter hinzutragen. Das ist ein Treppenwitz im Jahre 2024, aber das zeigt, wie wenig weit wir bei Digitalisierung sind. Anderes großes Thema ist gefühlte Sicherheit. Ich weiß, Sie wollen mich kurz mal Luft holen lassen, aber das ist mir noch wichtig. Diese Regierung hat Leute in ihren Reihen, denen fällt das Wort All Caps are Bastard leicht von der Zunge. Gleichzeitig gehe ich über den Erfurter Anger und sehe doch Defizite in der gefühlten, aber in der tatsächlichen Sicherheit. Und da hilft auch nicht das bloße Installieren einer Videokamera, sondern ich muss aktiv die Leute, die sich nicht rechtskonform verhalten, tatsächlich auch zur Rechenschaft ziehen. Und wenn sie nur eine Duldung oder nicht ausreichend einen Tatbestand haben, der sie in Deutschland Gast sein lässt, dann muss ich sie auch abschieben. Und bei der Abschiebung versagt diese Regierung, die Verfahren dauern zu lange. Wir hatten über 1.000 Fälle, die wir im Jahr 2023 hätten zur Abschiebung bringen können. Es waren knapp unter 300. All das ist mit Recht Ärger der Bürger und Bürgerinnen. Und das führt dazu, 30% Zustimmung zu dieser Regierung. Sie ist schon mehrfach abgewählt worden. Wir werden es im 1. September dann nochmal auf dem Papier bestätigen.
Lange Antwort, viele Inhalte. Unabhängig davon, was Sie jetzt gesagt haben, bleiben wir mal beim Thema Sicherheit. Ist das eine Sache, die der Thüringer Landtag lösen kann? Oder ist da nicht eher die Kommune, sind die Sicherheitsbehörden nicht gefordert? Ja, es ist auch eine Frage, wie die einzelnen Ministerien und insbesondere das verantwortliche Ministerium hinter der Polizei und dem Vollzug steht. Welche Mittel haben die? Bei der Straffung der Verfahren zur Anerkennung des Asylgrundes ist gefragt, das Justizministerium, das vielleicht in einer Justizkammer zu konzentrieren und die Verfahren auch zu standardisieren, dass wir zu schnelleren Entscheidungen kommen. Wir sehen, die Erstaufnahmeeinrichtungen sind überfordert, die Kommunen sind überfordert. Also müssen wir viel schneller Klarheit über den Zustand, über die Situation des einzelnen Asylsuchenden hier bekommen. Rheinland-Pfalz macht das schneller, in 6 Monaten, also es geht schneller. Die Holländer, glaube ich, in 4 Wochen. Also da kann man schon viel mehr machen, auch von Landesseite, auch die Kommunen zu unterstützen. Die Änderung der Verfassung haben Sie jetzt nicht genannt, stand ja auch dran, ging jetzt über die Bühne. Zu unwichtig für die Gruppe der FDP? Sie haben ja zugestimmt im Großen und Ganzen. Nein, nicht unwichtig, aber ich glaube, die Probleme, die wir zuvorderst genannt haben, pressieren die Leute mehr, interessieren die Leute mehr. Aber wir haben jetzt bei der Verfassung, das war unser großes Anliegen, zu sagen, okay, wir bringen Europabezug in die Verfassung rein. Und das bedeutet, dass wir uns dagegen zur Wehr setzen, dass Brüssel über uns regiert, hineinregiert, hineinfuscht, was viele Leute als übergriffig sehen. Und dass das Thüringer Parlament mehr Mitsprache bekommt, in puncto Europa Gesetzgebung umzusetzen. Und das ist, ich denke, ein wichtiger Tatbestand. Wir haben das Ehrenamt gestärkt, dass die Ehrenämter, ohne die vieles im öffentlichen Leben gar nicht mehr stattfinden könnte, dass wir mehr Wertschätzung im Ehrenamt auch durch den Ausdruck bringen, dass sie jetzt Verfassungsrang haben, dass Ehrenamt geachtet wird und vielerlei auch technische Dinge. Aber wie gesagt, die Bevölkerung ist ja bei anderen Dingen mehr elektrisiert. Wenn ich nur eins sagen darf, wir haben auch mal wieder über die Frage Corona-Enquete-Kommission, also eine Kommission aus Politik und Wissenschaft gesprochen. Wie sind tatsächlich im Nachhinein die Corona-Maßnahmen zu bewerten? Und ich weiß, dass viele Leute nach wie vor ein Störgefühl haben, 22 Uhr zu Hause sein zu müssen. Corona trug keine Uhr oder maximal 15 Kilometer von zu Hause weg, nur 5 Personen. Sie wissen, ich bin Vater von 6 Kindern. Dann nur mit 5 Personen sich aufzuhalten aus einem Haushalt, wenn die Tochter nicht mehr bei mir im Haus wohnt. All das waren so Dinge, wo mit Recht gefragt wird, was sollte das? Und deshalb ist es in unseren Augen unabwendbar, dass man eine solche Kommission bildet, damit die Leute auch den Eindruck haben, wir haben auch aus den fehlerhaften Dingen, die wir während der Pandemie angewendet haben, und da gibt es eine große Zahl von, gelernt und werden in Zukunft Sorge tragen, dass es nicht wieder passiert. Nach wie vor werden Leute auch mit Bußgeldern verfolgt, bedroht, wo ich sage, das muss man einfach aufheben, notfalls auch zurückzahlen. Das ist eine Diskussion, die müssen wir führen. Und die Diskussion hatten wir hier auch im Landtag und da muss man mal abwägen, was ist wirklich wichtig und was ist im Auge der Bevölkerung wichtig. Ja. Eine Sitzung steht noch an. Was muss aus Sicht der Gruppe der FDP noch geschafft werden? Ich will Sie ungern korrigieren. Wahrscheinlich stehen noch 2 Sitzungen an, also noch 6 Verhandlungstage. Ja, wir haben in unseren Augen modernes Versammlungsrecht eingebracht gestern Abend. Ich denke, das ist noch wichtig, dass wir da auch auf die Dinge eingehen, die wir auch erfahren haben, während Corona bei vielen Dingen zu sagen, okay, wie stellt sich eine Gesellschaft modern auf, um die Meinungsäußerung auch in Form von Versammlungen ungehindert äußern zu können, ohne dass man auch Rechtsbrüche und anderes zulässt. Das ist auch eine Abwägungsfrage. Ja, zu viel mehr werden wir nicht kommen. Das merkt man jetzt bei den Diskussionen, dass viel Wahlkampf in den Debatten hier am Thüringer Landtag ist. Aber das muss ja kein Fehler sein. Das ist ja auch die Bühne, wo sich die Thüringer Bürger und Bürgerinnen ein Urteil bilden können und sollten, wem sie am 1. September tatsächlich zutrauen, Thüringen in eine gute Zukunft zu führen. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir nicht immer nur, ich sag mal, die ganze Welt hier retten wollen, sondern tatsächlich Thüringen nach vorne bringen. Was können die einzelnen Vertreter für Thüringen machen? Und nicht zum puncto Weltklima, da werden wir als Deutschland wenig machen können und als Thüringer erst recht wenig. Die Debatte über Windkraft im Wald hatten wir auch wieder. Wir haben über Schuldenbremse diskutiert, wo wir noch einen Antrag haben, dass die Schuldenbremse in unseren Augen auch in die Verfassung gehört. Weil wir können nicht zulasten der nächsten Generationen weiter in die Kasse greifen, die einfach leer ist. Die Regierung hinterlässt uns fast 1 Milliarden Defizit strukturell. Das muss die nächste Regierung wieder in Form bringen. Und ja, dieser Verantwortung wollen und werden wir uns als Freie Demokraten stellen, mit der Wahl zum 1. September und nach dem 1. September, wenn wir wieder im Landtag sind. Thomas Kemmerich,
Chef der Gruppe der FDP im Thüringer Landtag. Er bleibt uns auch nach der letzten Sitzung, wann auch immer sie ist, erhalten. Wir berichten ja über die Wahl. Er ist Spitzenkandidat der FDP im Thüringer Landtag. Nicht im Thüringer Landtag, Spitzenkandidat der FDP Thüringens. Und das hat allein schon interessante Aspekte. Wir bleiben also im Kontakt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich danke.